Hallo und herzlich willkommen zum, ich glaube, 15. Let's Play von Game Dev Tycoon. Und ja, wir veröffentlichen jetzt mal der Römer 3. Mal gucken, wie das wird. Vor allen Dingen bin ich ja, wie gesagt, habe ich am letzten Let's Play schon gesagt, gespannt auf die Bewertung und neue Forschung verfügbar. Dialog, Baum. Okay. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel, der Römer 3, halt. Oh, ich will gar nicht hingucken. Ich guck nicht hin. Oh, eine 6 von Star Games könnte besser sein. Eine 4 von Inform Gamer, scheiße. Naja, sag ich. Eine 4 von Game Hero, wenig aufregend. Von All Games, eine 5 hat seine Momente. Oh, und wir haben keine Kampagne oder so dafür gemacht. Außer auf der G3. Es gibt seit kurzem einen klaren Trend zur Simulation spielen. Scheiße. Verkauft sie auch jetzt nicht so gut, finde ich. BMS hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels der Römer Adventure DLC V2 veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt der Römer 3 und wurde mit mittelmäßigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Das finde ich gerade gar nicht so schön. Du erstellst den Spielbericht. Und ich will jetzt mal gucken, Mitarbeiterliste. Da könnten wir noch einen einstellen, oder? Oder ne, ach ne, das sind nur wir beiden. Schade. Naja, dann möchte ich jetzt einfach mal. Wo möchte ich denn noch mal einen haben? Einen Techniktypen. Einen Technikfritzen möchte ich haben. Ich gebe dafür gerne wieder 100.000 aus. Und suche starten. Heute wurde die neue Plattform TES64 von Nintendo veröffentlicht. Dafür müssen wir Spiele rausbringen, auch wenn es teuer wird. Ich will das, dafür will ich Spiele rausbringen, weil ich diese Konsole eigentlich liebe. Ich finde die sogar manchmal, was heißt besser als die PlayStation 3. Sie ist nicht besser als die PlayStation 3 und ich habe gerade den Timer gestartet. Aber sie, ich weiß nicht, sie ist halt alt und manchmal macht die mehr Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Aber, oh, die G3. Okay, mal gucken. Wie viel wir uns besuchen mit der Römer 3. Vielleicht steigen dann die Verkaufszahlen nochmal an. Sind, glaube ich, schon mehr als beim letzten Mal. Und ich hoffe, wir verlieren keine Fans. Dieses Jahr haben 63.662 Leute unseren Messestand besucht. Ja, bla, wir sind nicht unter der Top 100. Und vielleicht kriegen wir ein paar Fans mehr. Und wir suchen und suchen und suchen und suchen. Und ich mach nichts. Das ist gerade blöd. Dann suchen wir hier eine Auftragsarbeit. Dann machst du das jetzt einfach mal. Gut. Technologiefritzen wollte ich haben. Der ist gut. Ist mir wurscht. Der will 22.000 pro Monat. Aber wir müssen bessere Spiele hinkriegen, einstellen. Gut, du kriegst erstmal ein Training. Ein Einarbeitungstraining. Zack. Training starten. Eta. Kingsbums heiße. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von der Römer 3 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Spielweltdesign scheint für diese Art sehr wichtig zu sein. Sound scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Okay, weiß ich jetzt auch. Erfolg, wir werden 19.000 auf ihr Konto überweisen. Okay. Und was mache ich denn jetzt? Ich habe ja mal wieder ein paar Forschungspunkte. Und für unser Konsolenspiel. Ach, scheiße, wir brauchen echt mal eine EP oder Forschungspunkte. Auf jeden Fall brauchen wir für unsere Konsole später den Mehrspielermodus.
Und ich bin auch langsam über Arbeit. Okay, das ist blöd. Oh. Und ich sollte so langsam mal ein neues Spiel beginnen. Spielehistorie. Ja, das ist ja noch in Gange. Pokesoon. Sonst Pokesoon mal für den Phantom machen. Dann mache ich davon einfach eine Fortsetzung. Ja, ansonsten war das ja relativ durchschnittlich. Wobei ich muss gucken, wie viel die Lizenz kostet. Plattformwillen. Und wie die Marktabdeckung ist. 13,3%. Nee, schade. Oh, PC liegt ziemlich weit oben. Schade, schade. Ansonsten hätte ich dafür jetzt ein Spiel gemacht. Aber dann erfinden wir jetzt einfach ein neues. Machen wir mal ein Rollenspiel. Oder? Nee, wir warten erstmal. Wir brauchen unsere Mitarbeiter. Okay, trainieren. Das kannst du nur machen. Du brauchst Technologie. Ach nö, du sollst uns keine Punkte klauen. Aber der ist so schnell denn wieder überarbeitet, ist auch blöd. Hallo nochmal, ich habe gehört, dass sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen, Jason. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir fangen einfach unser Spiel gleich mal an. Obwohl er hier jetzt nicht so gut ist. Okay, mittelgroße Aufträge freigeschaltet. Schön. Warten, bis der hier fertig ist und schön. Fortsetzung entwickeln. Pokesoon, oder? Ja, komm, machen wir einfach mal. Wobei, das hatten wir mit der gleichen Engine, das wird nicht viel besser werden. Naja. Aber es wird auf jeden Fall günstiger. Pokesoon für den PC dieses Mal, aber. Oder wir machen es nochmal für den Gameling und diesmal für Kinder. Das hat nur 1% mehr Marktabdeckung. Kostet viel zu viel dafür. Spiel Engine, PC Engine. Und diesmal, ja. Okay. Pokesoon. Und das ist zu früh für. Oder machen wir ein DLC draus? Nee, kann, ist ja nichts Besseres drin. Pokesoon V2. Okay, ist eine großartige Kombination. Und natürlich für Erwachsene. 3D-Grafik ist in Ordnung. Und diesmal haben wir sogar noch einen mehr dabei. Gut. Dann machen wir hier so Hälfte. Das wird nicht erwünscht. Das machen wir so. Ach, das ist nur ein kleines Spiel. Ja. Ist ja jetzt blöd. Okay. Ich hab gedacht, das ist ein mittleres. Schade. Hallo, ich bin Jason Green von Gaming World. Ich habe gehört, dass BMS gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, ein Spielprojekt nahe Interview? Ja, klar. Okay. Jason Green. Viele unserer Leser sind neugierig. Hallo, ich will nach oben. Welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen? Ihr neues Spiel ist ein Alien-Action-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Sound oder Dialoge setzt?
Das weiß ich nicht. Danke für Ihre Zeit. Ich helfe eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Spielengine Commodore veröffentlichen würden. Dadurch würden wir sicherlich die Fans zufriedenstellen, aber wir haben auch hart an der Spielengine gearbeitet. Wir könnten auch Lizenzen verkaufen und etwas Geld machen. Alternativ können wir die Anfrage auch komplett ignorieren. Was sollen wir tun? Ja, verkaufen, Geld, Kohle gewinnen. Klar, das ist doch eine gute Idee. In einem kürzlichen Interview mit BMS, ich setze mich mal eben anders hin, nicht wundern, haben wir bla. Hallo, ich will lesen. Haben wir über das kommende Aliens Action Spiel gesprochen und haben Firmengründer Ballermann gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Ballermann, dass sie experimentieren. Immer noch. Ja, mein Hals wird langsam trocken. Welcher Bereich besonders wichtig für so ein Spiel sei so. Aber es scheint, dass andere Fachleute nicht dieser Ansicht sind und ihrer Meinung nach Sound wichtiger für diese Art von Spielen ist. Okay, Sound und so. Oh, sorry, ich kann gerade nicht lesen, ich muss einen Schluck trinken. Hier, die ist noch voll, die Flasche. Ich mute mich einmal. Jetzt habe ich den Sound leise genäht. Also bis gleich, ihr könnt euch das durchlesen, ich lese es jetzt mal nicht vor. Das hat gut getan. Ich lese es doch mal, das ist etwas wichtiger. Also, wir haben eine kürzliche Entscheidung. Ich fasse es zusammen. Wir haben eine kürzliche Entscheidung getroffen und haben 200 Fans verloren. Aber nur 9500 eingenommen. Das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Schade. Okay. Dialoge brauchen wir gar nicht. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Level Design auch ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Nur so. Okay. Schade, dann hätte ich die Commodore lieber verschenkt und ein paar mehr Fans generiert. Oh, ich wollte gerade Marketing machen. Spielweltdesign, das ist in Ordnung. Grafik hoch, das so. Progression. Okay, und jetzt halt. Marketing. Zeitschriften. Das ist in Ordnung. Jo, jetzt haben wir einen etwas größeren Hype wieder generiert. Der Roma 3 wurde vom Markt genommen. Es wurden knapp 60.000 Einheiten verkauft und 650.000 Umsatz erzielt. Okay. Hält sich nur vorbei. Ist eigentlich recht gut. Grenzt bald an 1 Million. Okay, noch ein paar Bugs fixen. Und zack. Raus damit. Neuer Rekord bei Technologie. Technology, ey. Ein Hoch auf die Technologie. Okay, kein Level up, aber immerhin nah dran. Okay, Spiel veröffentlichen. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Progression V2 erhalten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und eine 8. Okay, von Stargames. Actionspiele funktionieren gut auf PC. Informed Gamer gibt uns eine 7 und sagt wunderschön. Game Hebo findet es, dass es eine nette Erfahrung ist und gibt uns eine 7. Und All Games findet es unterhaltsam und gibt uns auch eine 7. Finde ich ganz in Ordnung. Gut, und ja, das war auch eine gute Erfahrung für unseren Neuankömmling, und er darf jetzt auch einen Spielbericht von uns erstellen von Progression V2. Wir haben ein bisschen Forschungspunkte wieder erhalten. Okay, aber können nichts erforschen. Oder wie sieht's denn mal wieder aus?
Hallo. So, den da. Neues Thema. Da gibt es nichts Neues, leider. Dann hole ich jetzt mal einen Auftrag rein. Na, das ist schwierig. Das ist einfach. Ach, nehmen wir den hier einfach mal an. Dann gibt es immerhin was zu tun für uns. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Pokesoon V2 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Engine scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ja, das hatten wir vorher schon herausgefunden. Super TS wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, okay. Haben wir kein Spiel für gemacht, aber für, ja, für die, wie wird hier genannt, auf jeden Fall Super Nintendo 64, nee, was, Nintendo 64 will ich was machen, naja. Genau wie wir wollten, wir werden 19.000 auf ihr Konto überweisen. Finde ich toll. 33 Erforschung, okay. Spielhistorie, wir stöbern hier noch mal ein bisschen rum. Der Römer 3 haben wir erst vor kurzem. Pokémon haben wir auch gerade erst. Polizeisimulator. Alien Attack haben wir lange nicht mehr rausgebracht. Okay, seit 2 Jahren. Was heißt lange? Aber ich finde, Alien Attack könnten wir mal wieder rausbringen. Weil es hat nicht so viel Profit uns eingebracht. Da müssten wir uns mal was Neues überlegen. Aber ja, wir machen jetzt ein mittelgroßes Spiel. Wobei, da möchte ich gerne ein altes Spiel wieder zum Leben erwecken, oder? Was uns sehr viel Geld eingebracht hat. Haben wir das überhaupt mal wieder gemacht? Dead War. Dead War, mal gucken. Dead War, Dead War. Dead War, Dead War, Dead War. Nein, Dead War haben wir nicht mehr wiederbelebt. Das würde ich sagen. Fortsetzung schon mal entwickeln. Wir können ja schon mal anfangen. Mit Dead War müssen wir. Dead War Grafik DLC. Die Bewertung war nahezu perfekt. Und dann wählen wir das mal aus. Spiel Engine natürlich PC Engine. Plattform wählen PC. Militär-Action für Erwachsene, ein mittleres Game und Dead War. Wie nennen wir das denn? Comeback? Oder Back? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, das werden wir dann in der nächsten Folge entscheiden, weil das Let's Play ja schon wieder leider vorbei ist. Und naja, bis dann, ciao. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Mac, I'm gone.